So, da sind wir wieder zu meinen wirren Gedankengängen. Nein, der Raum heißt hier ja so. Ich habe mir in dem Cut mal die Zahlenfolge angeguckt und habe gefunden, dass da noch eine doch recht erhebliche Wiederholung drin ist. Die habe ich jetzt einfach mal rausgestrichen und mir die neue Zahlenfolge aufgeschrieben. Die ist wesentlich kürzer. Jetzt muss ich nur kurz testen, ob sie auch wirklich funktioniert. Also die neue Zahlenfolge ist 8, 5, 2, 3, 6, 5, 8. Eigentlich wäre sie jetzt 8, 7 gewesen, aber das klappte wohl doch nicht mit dem einfach rausschneiden. Das heißt, ich nehme jetzt mal den alten Zettel, dann geht es auf dem alten Zettel weiter mit 8, dann 9, 6, 5, 8. Ah, okay, jetzt könnten wir die eine Sequenz wenigstens rausschneiden. Laut Zettel müssten wir jetzt eigentlich nochmal auf die Platte hier treten, auf die 8. Das schneide ich jetzt mal weg. 8, 9, das kann alles weg. Das sind jetzt 8 Zahlen, die wir gespart haben. So, jetzt gehen wir auf die 7, drücken den Knopf. Jetzt haben wir nur eine Wahl. Hier auf die 4. Jetzt haben wir nur eine Wahl. Jetzt haben wir 2 Wahlen, oder? Das ist mir früher gar nicht aufgefallen. Also hier gehen wir jetzt nochmal jetzt zu 5 und danach ging es nicht mehr weiter. Also ich kann es mal einfach jetzt hier abspeichern. Ist zwar ein bisschen schummeln fast, aber wir haben uns die Zahlenfolge ja aufgeschrieben. Also wenn ich jetzt hier auftrete, dürfte es eigentlich gar nicht mehr wirklich weitergehen. Denn wenn wir darauf treten, ist Ende, wenn wir darauf treten, ist Ende und wenn wir darauf treten, ist Ende auch. Also ich kann es mal kurz zeigen. Süden. Okay, das ist anders als letztes Mal. Also wir haben jetzt noch mehr Möglichkeiten. Ich will doch nur zur Tür. Geschafft. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, in welcher Reihenfolge ich gegangen bin. Und ehrlich gesagt, ist mir aber ziemlich egal, denn ich will euch ja eh nicht wirklich spoilern. Also klar, ihr werdet zwangsweise gespoilert, aber hey, Gegner. Aber das ist doch schön. Ich hatte schon die Panik, dass ich jetzt noch eine Folge nur damit verbringe, da im Kreis zu laufen. Was ja nicht besonders unterhaltsam ist. Und ein wenig will ich euch ja schon unterhalten. Der fliegt ganz komisch im Kreis. Ach ja, in den Kommentaren, und das sind viele Kommentare, habe ich gelesen, ich habe hier eigentlich schon den Zauberspruch für Giftpfeil. Und warum ich den denn nicht benutze, statt immer der Wolke? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich, weil der andere einfach einfacher zu klicken war. Also, das ist der Giftbolzen. Ja, den haben wir echt noch nie gezaubert. Aber das wird sich jetzt ändern. Jetzt kommt Giftbolzen. Hier kommt Feuerpfeil. Wir brauchen immer noch eine Fackel. Ups, du bist der Falsche. Du bist Klicknack. Ich brauche Chickna. So, und wo wir gerade beim Speichern sind, ich speichere jetzt nochmal ab, denn ich will nicht das Ganze nochmal machen, zufälligerweise. So, mal gucken, wo die Gedankengänge als nächstes hinführen. Denn es kann ja gut sein, dass es nicht das einzige Rätsel ist. Und es sieht wirklich so aus, als wenn es nicht das einzige Rätsel wäre. Also, wir haben 6 Druckplatten. Nein, 3 Druckplatten und 3 Falltüren. Okay, das dürfte nicht allzu schwer sein. Die Druckplatte hier, die dazu gemacht. Also legen wir doch einfach mal hier einen Stein drauf. Unsere wertvollen, die nicht reichen. Braucht das ein gewisses Gewicht oder lässt sich das gar nicht auslösen? Oh, das lässt sich gar nicht auslösen. Das macht das Rätsel doch gleich viel schwerer. Also darauf treten kann ich jetzt nicht, denn ist kein Gewicht mehr auf der Platte hier. Wir plumpsen runter. Oder auch nicht. Jetzt ist die zu. Jetzt ist die auf. Jetzt ist die auf. Die zu. Die zu. Oh, die Platte macht... Ah.
zu, zu, auf. 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 Oh. Okay, so könnte ich jetzt zum, zur Tür kommen, um weiterzukommen. Aber ich würde auch eigentlich ganz gerne das... So, da sind wir wieder. Sorry für den kleinen Cut. Meine Tochter ist früher aufgewacht, als ich gedacht hätte. Ja, na gut. Jetzt habe ich wieder Zeit zum Aufnehmen und wir wollen dieses Rätsel lösen. Also, ich will an das Schwert heran und ich will zu der Tür da. Zeichne drei Druckplatten. Entweder stelle ich mich gerade ganz doof an. Ah. Vielleicht können wir die da mit dem Stein auslösen? Also die erste ging ja nicht. Die ging auch nicht. Geht das für was Schwereres? Nein, geht auch nicht. Was passiert, wenn ich hinten rausgehe? Ha. Ah, die macht aber nur auf, die macht nicht wieder zu. Schade. Hier ist auch ne... Ah. Was geht denn da auf? Ein Giftdolch. Oder eine Giftklinge. Oh, und die hat Ladung, das haben wir ja vorher noch gar nicht gesehen. 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Ladungen. Ladung von was? Und regenerieren sich die Ladungen? Fragen über Fragen. Kann man eigentlich zwei Dolche gleichzeitig tragen? Boah, 21 Treffsicherheit. Stimmt, ist mir vorher gar nicht so bewusst geworden. Ich kann ja mit zwei Waffen... Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Da braucht er immer eine Ladung. Komm, schlag mal zu. Hm, also so anscheinend nicht, nur wenn ich direkt draufklicke. Und da unten sieht man auch die Ladung, das ist ja ganz praktisch. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Ladung sich mit der Zeit regenerieren. Schön, schön. Das war doch mal ein praktisches Secret. Auch wenn ich eigentlich viel lieber das Schwert da hinten irgendwie bekommen hätte. Aber wenn ich hier was an der Wand, ist es hier vielleicht auch was an der Wand? Nö. Na gut, man kann nicht alles haben. Da hinten liegt ein Schlüssel oder so. Hm. Die Fackel rausnehmen hat auch nichts gebracht. Schade. Und hier hinter höre ich irgendwo... Oh. Man braucht sogar den Schlüssel, um weiterzukommen. Das ist gar nicht irgendwas Optionales, was man sich noch schön unter den Nagel reißen könnte. Das ist ein Muss. Hm. Na gut, springen wir mal hier runter. Aua. Denn wir wollen ja... Ist das Kohl? Nee, das sind Schleimbälle. Denn wir wollen ja in jede Grube runterspringen. Allein schon, um zu gucken, ob unten irgendwas liegt. Wie jetzt noch diese Schleimbälle? Eine perlenartige Pflanze mit einer sehr harten Schale. Es wird benutzt für die Heilung von Rheuma, Krämpfen und Rückenproblemen. Ach, die könnte ich gut gebrauchen. Aber wahrscheinlich sind die eher irgendwas für unseren Alchemisten. So, ist hier unten noch irgendwas? So ein Weg nach oben wäre ganz praktisch. Und mir fällt gerade auf, das sind andere Wände. Ab Level 5 bekommen wir neue Wände. Und wahrscheinlich auch neue Gegner. Das ist doch mal schick. Also nicht, dass die alten schon eintönig wurden. So lange spielen wir ja noch gar nicht. Aber mehr Texturen ist immer gut. Sonst ist hier nichts in dem Raum. Da sind wir runtergeplumpst irgendwo. Ja, jetzt muss man sich auch neu die Wände merken, weil die Schalter, vorher wusste man ja schon ungefähr immer, wo die Schalter sind. Es gab da ja nur zwei, drei verschiedene Wände mit Schaltern. Jetzt haben wir hier auch leicht zu erkennen einen Knopf. Gucken wir mal, ob es irgendwo noch eine andere Textur gibt mit einem anderen Knopf. Ja, soweit nicht. Hier höre ich jetzt auch Legionäre klappern. Und da kommt schon der erste. Mal gucken. Okay, Giftbolzen war eine schlechte Idee.
Und dafür war er zu weit weg. Also, du kriegst jetzt einen Blitz ab. 42. Dafür scheinen sie anfällig zu sein. Na okay, Feuer macht auch 36. Und jetzt hat der Blitz nur 20 gemacht. Ha. Also ist der Schaden von den Sprüchen doch ziemlich zufällig. Egal. Klick, knack, hat ein Level bekommen. Und wir haben einen Level 11 Spruch, den wir noch nicht ausprobiert haben. Apropos ausprobieren, ich habe jetzt gerade in den Kommentaren gelesen, also von vor 5 oder 6 Folgen die Kommentare gelesen, dass wir die Sprüche einfach ausprobieren können. Wir können uns einfach hinsetzen und sagen, wir nehmen jetzt mal, ich glaube das war Erde und das war Bolzen, richtig? Ne, das war Schutzschild. Aber ja, dass wir allgemein ein bisschen mit den Runen rumprobieren, bis wir dann die restlichen Zauber rausgefunden haben, weil er hier hat zum Beispiel ja noch die beiden Zauber auf der linken Seite mit Skill Level 5 bekommen und wir wissen nicht, was das ist. Aber probieren wir. Das war der Feuerball. Okay, das hätte ich eigentlich langsam schon drauf haben müssen. Was haben wir hier? Fizzles. Das heißt, er kann den Spruch nicht sprechen. Sonst steht er ja immer, er kann das nicht, weil sein Skill nicht hoch genug ist. Na gut, was war hier? Das war der Blitzschlag. Das war Gift. Was war hier? Fizzle. Was war nur da? Fizzle. Nur da? Fizzle. Nur da? Fizzle. Na gut. Feuer haben wir auch noch einen Spruch, den wir noch nicht können. Also nehmen wir mal Feuer und das. Nee. Nicht skillt genug. Also irgendwann wird es einen Spruch geben, der so heißt. Nur jetzt halt noch nicht. Was ist damit? Nö. Also ja, theoretisch könnten wir weiter rumprobieren, aber erstmal machen wir das Level hier. Was gibt's denn bei ihm? Ab 23 macht sein Giftbolzen mehr Schaden. Viel mehr Schaden. Ja, 23 ist so eine ganze Ecke weg. Und wir wissen nicht, was wir noch bei Luft Tolles bekommen. Außer halt Unsichtbarkeit später. Also alles auf Gift zu packen, also auf Erde, hört sich nicht besonders gut an. Zumal viel zu viele Gegner Schutz vor Gift haben. Also die ganzen Untoten, die Schleime denke ich auch und diese kleinen Pflanzen. Also die kleinen Sprüche werfenden Pflanzen und die großen pilzartigen Pflanzen. Also fast jeder Gegner, den wir bisher getroffen haben. Das heißt, er lernt jetzt mal Luftmagie. So. Er hat inzwischen ein bisschen Mana wieder bekommen. Also Feuer und den hatten wir schon ausprobiert. Dann nehmen wir jetzt mal Feuer und den. Fizzle. Feuer und den. Fizzle. Feuer und den. Keine Energie mehr. Oh, wo kommst du denn her? Ah, Bogenschütze auch noch. Na komm. Kannst du nicht entscheiden? Ach, der will hinter uns kommen. Das ist ja gemein programmiert. Dachte ich zumindest gerade. Es sah jedenfalls so aus, als wenn er darauf wartet, uns in den Rücken fallen zu können. Aber schadenstechnisch sieht es nicht so aus, als wenn er mit beiden Waffen gleichzeitig angreifen würde. Vielleicht braucht man dafür ja einen Skill. Dolche. Kriegt er mit 10 eine besondere Attacke, mit 22 auch, mit 33 auch, mit 50 nochmal, aber nirgendwo steht irgendwas von zwei Waffen gleichzeitig. Was gibt's denn bei Assassination? Da haben wir noch gar keine Punkte reingepackt. Stärke, Backstabbing, doppelter Schaden, wenn man die Gegner von hinten angreift, ja. Oh, mit einem Skill von 12 kann man aus der hinteren Reihe angreifen. Na gut, bei unserer Klassenkombination hier ist das nicht so wichtig, aber wenn wir jetzt zwei Krieger hätten, wäre schon praktisch. Na gut, mit 20 nochmal besseres Backstabbing, aber hier steht nirgendwo was von zwei Waffen gleichzeitig. Schade eigentlich. Na gut. Ich höre immer noch scheppern, also laden wir mal neue Sprüche. Ah, da ist ein Eispfeilschütze. Und wir sind wohl nicht wirklich in so eine Fallgrube richtig reingefallen, sondern einfach nur eine Abkürzung ins nächste Level. Denn normalerweise waren die Fallgruben hier so konzipiert, man fällt eben runter,
landet in einem ganz kleinen Raum, maximal 5 bis 6 Felder, mit einem Teleporter nach oben. Hier ist nur nirgendwo ein Teleporter, sondern einfach nur ein Weg weiter. Also hätten wir vielleicht nicht runterspringen sollen. Aber soweit finde ich diese Ebene hier wesentlich angenehmer als alles andere vorher. Also als die Spinnen oder Schleim oder sonst irgendwas. Apropos Schleim, wir müssten eigentlich auf derselben Ebene sein wie... Da ist der Entscheidungsraum. Und wo war der Schleimbereich? War der da? Na gut, speichern wir erstmal ab. LP 21. Und in der nächsten Folge gucken wir uns hier schön in Ruhe weiter um. Bis gleich.